Liebe Leute, wir sind zurück bei Let's Play World of Warcraft und wir sind unter dem Vrimru-Tempel. Unter dem Vrimru-Tempel verfinden sich mehrere Eingänge zu verschiedenen Instanzen. Unter anderem auch der Eingang zu Halion. Ich weiß gerade gar nicht, ist es der hier? Ne, das ist gar kein Instanzeingang. Welcher war denn der Eingang zu Halion? Das müsste der Eingang zu Halion sein. Halion ist in der Hinsicht interessant, dass es der Boss war in WoTLK, der das höchste Item-Level gedroppt hat, soweit ich das weiß. Es war auch die Instanz, die ganz am Ende als Lückenfüller quasi nochmal implementiert wurde in World of Warcraft, um den Übergang zu Cataclysm zu gewährleisten. Ja, das war einfach nochmal so ein Schluss, eine Schlussrate, ICC war raus und wollte einfach nochmal nochmal ein bisschen Zeit schinden und da hat man gesagt, ja komm, wir hauen jetzt nochmal hier das Rubinensanktum, so heißt es ja offiziell, raus. So, und ich werde das Ganze auch mal direkt auf Heroisch machen, das müsste eigentlich möglich sein. So, gut. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen Trash pullen. Hilfe! Ich bin in diesem Baum gefangen. Oh, den Boss kann ich eigentlich gleichzeitig mitmachen. Die Unterhaltung ist eingetroffen. So. Doppelter Schmerz. Ach, der. Der halbiert sich, ja, ich hab's vergessen. Doppelter Schmerz. Ach Gott, ist das enorm. Ich weiß gar nicht, wie oft er sich halbieren kann. Das habe ich. Aber das war's. Kommen sehen. So, schauen wir mal. Danke. Ich hätte nicht viel länger standgehalten. Gab nicht so viel Loot. Ich werde jetzt hier etwas aber wieder Kirschmann. Ist hier geschehen. Wächterin des Sanktums. Xerestrasa. Junge, Junge, das sind Namen. Wir hatten das Sanktum gut geschützt. Aber auf diese Art von Angriff waren wir nicht vorbereitet. Die schwarzen Drachkin tauchten aus dem Nichts auf und überfielen uns, bevor wir reagieren konnten. Wir hatten keine Chance. Während meine Brüder starben, konnte ich mich hierher zurückziehen und den Eingang versperren. Sie schlachteten uns mit kalter Effizienz ab. Doch ihr wahres Ziel schienen die Eier zu sein, die sich im Sanktum befinden. Der Kommandant der Bodentruppen ist eine grausame Bestie namens Zaritrian. Doch ich fürchte, größere Mächte sind am Werk. Ich erblickte bei ihrem Angriff kurz ihren wahren Führer, einen schrecklichen, ausgewachsenen Zwielichtdrachen. Ich kenne ihre genauen Pläne nicht, aber eines weiß ich. Sie dürfen keinen Erfolg haben. Junge, Junge, Junge. Klingt ja böse. Herzlichen Glück, dass sie sich hier verstecken konnte. Ja, also ihr habt es schon gehört. Der Zwielichtdrache ist Halion. Der kommt am Ende, aber vorher muss man halt zwei Wächter erledigen. Das war einmal der hier. Und da hinten ist noch einer. Oder sind sogar drei. Es sind sogar drei. Man muss drei Wächter erledigen. Man muss tatsächlich drei Wächter erledigen. Elite der Schmorschuppen. Ja, die machen halt gar keinen Schaden, ja. 1000 machen die hier ab und da mal. Das ist also wirklich vernachlässigenswert. Also das ist, das ist schon extrem wenig. Geht das Feuerdings jetzt da weg oder nicht? Vielleicht muss ich den hier auch als letztes machen. Ich pull jetzt mal. Ach nee, ja genau, da hinten ist noch Saviana. Ich pull jetzt erstmal hier wieder ein bisschen was da hinten. Die Gruppe nehme ich auch mit, bevor ich dann den Drachen mitpulle. Junge, du musst die gar nicht mit dem Kampf schreiben und dich rufen. Ich hole die schon so zusammen, mein Freund. So. Ja.
Ja klar, die Elite halten hier am längsten. Ne, das sind nicht mal die Elite, die hier am längsten stehen. Das sind die Angreifer der Schmorschuppen. Also der Grund, warum ich jetzt hier den ganzen Trash mitkille, ist wirklich, dass ich sie hier kirschnern kann. Weil ich die Hoffnung habe, dass ich diese Eisschuppen hier später für ordentlich Gold verkaufen kann. Und ich weiß auf jeden Fall, dass man das boreanische Leder hundertprozentig los wird. Ja, das werde ich danach nochmal versuchen reinzustellen. Arktischer Pelz eventuell auch was wert, aber arktische Schuppen ist meine geheime Hoffnung. Wäre halt ziemlich nice. Wenn wir den Schmarrn loswerden würden. Weil gerade auch mit Blick aufs Addon kann die Geldbörse eigentlich gar nicht groß genug sein. Ich weiß zwar nicht, inwieweit Blizzard einer schon tatsächlich vorhandenen Inflation entgegenwirken kann, indem sie jetzt gesagt hat, man kann in der Garnison kein Gold mehr bekommen. Aber dass das Gold plötzlich sehr viel mehr wert ist als vorher, diesen Eindruck konnte ich bis jetzt nicht wirklich gewinnen. Übrigens, um zu dem zu kommen, muss man hier als erstes die beiden anderen Bosse hier erledigen. Diese kleinen Mini-Bosse hier an der Seite. Das ist dann quasi der Vorend-Boss da. Aber den müsste ich auch kirschen können. Wie alles hier. Na, das war ja enttäuschend. Wie viel Gold gab der eigentlich? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Coinenschimmer. Aber das Rubinsanktum ist auf jeden Fall schon mal ordentlich gesäubert. Hier ist doch der Orden der Wachten. Muss ich auch nochmal wegmachen. General Zaritian oder Zaritrian. Zu schade, dass es hier mit euch endet. Das sehen wir jetzt, ja. General. Halion, ich... Das war's. Oh. Halion erscheint. Auch sehr spektakulär, muss man schon sagen. Lästige Insekten. Ihr kommt zu spät. Das Rubinsanktum ist verloren. Erinnert ein bisschen an das Mount, das man in Sartarion bekommen kann. Bei Sartarion bekommen kann. Er hat 30 Millionen Leben. Das ist schon richtig heftig. Eure Welt steht auf Messers Schneide. Ihr alle werdet Zeuge des Anbeginns eines neuen Zeitalters. Nicht noch einfach so schnell, wie es geht. Ihr werdet im Reich des Zwielichts nur Leid finden. Ich brauche ein Tritt. Jetzt muss ich ins Zwielichtreich. Weiß halt nicht, vielleicht ist der gar nicht machbar für mich. Kann ich gar nicht sagen. Vielleicht muss man hier auf irgendwas achten. Dunkelheit. Zittert Sterbliche vor dem Herold Todesschwinges. Oh, ich werde den jetzt einfach hier weiter angreifen. Keine Ahnung, ob das so beabsichtigt ist oder nicht. Ob man den überhaupt alleine machen soll. Das hat immer früher viel Schaden gemacht, der Zwielichtschnitter. Da musste man auf jeden Fall immer dodgen. Weil das war ein Vibe, wenn man dann stand. Aber sieht anscheinend jetzt nicht so aus, als ob ich hier irgendwie sterben würde. In absehbarer Zeit. Ja, das war's. Genießt euren Sieg, Sterbliche. Denn es war euer letzter. Bei der Rückkehr des Meisters wird diese Welt brennen. Er meint ja wohl Todesschwinge, hä? So, und den kann man auch nochmal kuscheln. Auch interessant zu sehen, dass dieser Boss hier gerade mal 4 Teile gedroppt hat, glaube ich, waren es. 4 oder 3 Stück. Richtig wenig. Ich glaube, es waren sogar nur 3. Ja.
für 25 Spieler Raid. Es ist richtig heftig. Aber die Motivation, da später noch reinzugehen, das war halt einfach, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, als Halion rauskam, das Rubin-Sanktum rauskam, bis es dann zu Kataklysmen überging. Kann ich gerade gar nicht genau sagen. Wahrscheinlich hat das gar nicht mal so lange gedauert. Es war halt wirklich, angefühlt hat es sich damals wie, ja, wie ein Lückenfüller. Vor allen Dingen, weil es auch einfach inhaltlich nicht so tolle war, ja. Der Raid ist jetzt nicht das Schönste. Obwohl es natürlich zeitweise ein bisschen speckt. Also wie Halion am Ende erscheint, nicht ganz schlecht. Und der Kampf, es war auch ziemlich gut. Also der so vom ich weiß gar nicht, von der Choreografie. Also der hatte schon ein bisschen Anspruch. Seht ihr mal, der Goldpreis ist gesunken. Ich glaube, der Goldpreis ist tatsächlich ein bisschen wieder gestiegen. Also der Goldwert, ja? Ein bisschen gegen Inflation, jetzt wo die Garnison nicht mehr verfügbar sind für Gold. Ja? Ist nicht ganz schlecht, finde ich. So, gucken wir mal. Burianisches Leder. Leder werden wir auf jeden Fall los. 105 Gold ist jetzt nicht so viel. Interessant werden die Schuppen. 151 Gold. Wenn wir sie loswerden. Wahrscheinlicher ist nämlich, dass wir sie nicht loswerden. So, arktischer Pelz ist auch interessant. 87 Gold. Wenn wir das alles loswerden, sage ich, worth it. Dann war es das wert. Aber allerdings würde ich jetzt nicht nochmal explizit da reingehen, um gezielt den Schmarrn da zu fahren. Das Leder, die Schuppen, arktische Pelze. Weil so viel ist es dann einfach nicht wert. Ich liefere nur feinste Waren. So, einmal kurz den Schund hier verkaufen. Habe ich denn den Haustierschmarrn? Ja, die Krallen können auch weg. Das kann auch weg. Zack, sehr schön. So. Gut, wenn wir uns jetzt nochmal die Geschichte hier angucken, was noch offen steht. Wir haben jetzt einiges geschafft. Wir waren in der Prüfung des Kreuzfahrers. Wir waren im Onyxias Hort und wir waren im Rubin-Sanktum und wir waren auch im Obsidian-Sanktum. Das heißt, es steht noch aus das Auge, ICC, Nax, Archi und Uldur. Archi ist uninteressant in der Hinsicht, dass das Ganze eine PvP-Gegend ist. Das ist 1000 Winter. Da kann man nur reingehen, wenn man 1000 Winter erobert hat. Und ich werde mir mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie... Also 1000 Winter ist vergleichbar mit jetzigem... was ist denn jetzt im Moment? Wie heißt der ganze Schmarrn denn nochmal hier in unserer Hauptstadt da? Meine Güte. Schlacht um Ashran hier. Wie heißt das denn? Heißt wahrscheinlich Schlacht um Ashran, ja? Ist genau das gleiche. Allianz gegen Horde und der Gewinner nimmt dann das Gebiet ein. ETC. Ja, es ist genau das gleiche. Und wenn du dann halt 1000 Winter eingenommen hast, dann hast du halt Zugriff auf Archivons Kammern und da gibt es dann irgendwie insgesamt... Am Anfang war es ein Boss und da wurde dann nach und nach immer wieder was Neues eingefügt, je nachdem, was für ein Patch rauskam. Am Ende waren es dann irgendwie 6 Bosse oder so, die man da machen kann. Die Drotten Mounts, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zum Teil. Ah, ist doch ganz interessant. Scheiße. Haben wir gerade 1000 Winter? Kann ich hier gerade gar nicht erkennen. Vielleicht überlege ich mir das noch. Vielleicht gehe ich tatsächlich nochmal nach 1000 Winter. Jetzt, wo ich mich dran erinnere, dass es hier tatsächlich auch... Es sind 4 Bosse, nicht 6. Ja, hier. Diese großen Kriegsmammuts gab es da bei jedem. Hier und bei dem hier auch. Irgendwie konnte man machen, dass man die irgendwie alle, wenn man die alle gleichzeitig innerhalb von 30 Sekunden tötet, gab es nochmal einen Erfolg. Ich weiß gar nicht, ob der noch machbar ist. Ich glaube, irgendwer von denen hat irgendwann Schweine viel Damage gemacht. Ob das auch für hochstufige Charaktere gilt? Kann sein. Kann wirklich sein. Na gut, liebe Leute. Ich mache hier Pause. Und wir hören uns dann morgen wieder. Und dann werde ich mir genau überlegen, was wir denn als nächstes machen. Also eventuell, also es wird auf jeden Fall ein Raid werden. Welcher genau, weiß ich nicht. Wir haben halt, wie gesagt, noch immer die Problematik, dass wenn ich damit durch bin, ja,
wenn ich mit Uldor durch bin, mit Archivon durch bin, mit dem Auge und ICC, dass dann erstmal raid-technisch nichts mehr kommt. Und dann muss ich mir was anderes überlegen. Aber mir wird schon was einfallen. Und wenn ich mich im BG ein bisschen verprügeln lasse, das hatte ich sowieso nochmal vor. Einfach mal gucken. Mal schauen, auch wenn ich mit dem Magier niemals irgendwie noch d'accord gehen werde. Im PvP. Nevermind. Liebe Leute, wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Nacht und macht's gut. Ciao.